Vom Anfang der 80er bis in die späten 90er war Sierra Online die branchenführende, revolutionäre Firma, die einige der bahnbrechenden und wegweisenden Adventures aller Zeiten produzierte. Kombination aus innovativen Grafiken, tiefschürfenden Geschichten, anschaulichen Charakteren und herausfordernden Rätseln definierten ihre Werke. Roberta Williams erschuf das Flaggschiff ihrer Spielereien, King's Quest, was die erfolgreichste Adventure-Reihe der Welt wurde. Ihr Mann Ken führte das Unternehmen, bis er es für über 1 Milliarde US-Dollar verkaufte. Dies ist die Geschichte von Sierra Online. Bereits mit 16 verliebte sich Ken Williams in Roberta Hoyer. Es dauerte gerade mal 2 Jahre, bis die beiden 1972 heirateten. Und gut ein halbes Jahr später wurde Roberta bereits schwanger. Ken rasselte zu dem Zeitpunkt gerade durch sein Physikstudium an der California Polytechnic Ponoma University. Es war klar, dass Physik doch nichts für ihn war. Mit einem 1500 Dollar Studentendarlehen, für das sein Schwiegervater mit unterschrieb, absolvierte Ken einen 9-monatigen Kurs am Control Data Institute. An den monströsen Mainframe-Computern entdeckte Ken sein Talent für die Programmierung. Die folgenden 7 Jahre arbeitete Ken für die verschiedensten Computerfirmen, von groß bis klein. Mit jedem Firmenwechsel stieg sein Gehalt und letztlich eröffnete er seine eigene Firma namens Online Systems. Es war ein Ein-Mann-Betrieb, mit welchem Ken überwiegend andere Firmen beim Aufbau von Online-Netzwerken beriet. Im Gegensatz zu Trip Hawkins, der die Entwicklung der ersten Mikrocomputer penibel beobachtete, um zu diagnostizieren, wann der idealste Zeitpunkt für eine Videospielefirma sei, ignorierte sie Ken während seiner Angestelltenlaufbahn komplett. Die kleinen Dinger konnten schließlich nicht mit seinen geliebten Mainframes aufnehmen. Aber gerade als er sich selbstständig gemacht hatte, erschien im Januar 1980 der TRS-80 und damit eröffnete sich für Ken die Möglichkeit, Software zu schreiben. Doch statt dem TRS-80 griff sich Ken einen leistungsstärkeren Apple II. Programmierung auf dem Apple II war zu dem Zeitpunkt nur in 2 Sprachen möglich, dem leicht zu erlernenden, aber schlecht zu strukturierenden Basic oder Assembler. Zweiteres erlaubte vollen Hardwarezugriff, war aber ein Programmieralbtraum. Da es auf dem gesamten Softwaremarkt nur eine andere kleine Firma namens Microsoft gab, die sich um die Entwicklung von Programmiersprachen kümmerte, fasste Ken den Entschluss, Fortran für den Apple II zu entwickeln. Als Ken eines Abends an einem seiner Programmieraufträge arbeitete und per Terminal mit dem MIT-Mainframe verbunden war, entdeckte er darauf ein Computerspiel. Es hieß Colossal Cave Adventure und bestand rein aus Text. Es begann mit den Worten: Du stehst am Ende einer Straße vor einem Brunnen. Was möchtest du machen? Er zeigte es seiner Frau, die davon noch mehr als er gefesselt war. Sie blieb die ganze Nacht wach, bis sie es durch hatte. Eine Woche später lud Roberta ihn zum Essen ein und überredete Ken dabei, seinen Fortran-Compiler aufzugeben. Stattdessen sollte er ein Spiel namens Mystery House programmieren, an dem sie schon die ganze Woche arbeitete. Roberta hatte dazu Agatha Christies Roman Und dann gab es keines mehr, sowie das Brettspiel Cluedo vermischt. Obwohl das Spielkonzept innovativ war, überzeugte es Ken kaum, seinen Fortran aufzugeben. Seiner Meinung nach mussten Spiele einen Wow-Effekt haben und der musste sofort erkennbar sein. Aber es ließ Ken zumindest den wenig existierenden Computerspielmarkt beobachten und feststellen, dass Leute wie Scott Adams mit Adventure International gutes Geld verdienten. Dann sprang der Funke plötzlich über. Ken fand seinen Wow-Effekt. Er überlegte, den Hi-Res-Modus des Apple II zu verwenden, um Bilder mit Texten zu verbinden. Das erste Problem an der Idee war, dass weder er noch Roberta gut zeichnen konnten. Das zweite war der Mangel an geeigneten Eingabegeräten, denn 1980 gab es noch keine Mäuse. Die Pedals des Apple II waren zwar einem Joystick ähnlich, aber selbst dieser wäre ungeeignet zum Malen gewesen.
mal ganz davon abgesehen, dass Malprogramme genauso Mangelware waren. Ken kaufte deshalb für $200 einen VersaWriter, eine Art Zeichenbrett zum Erzeugen von Flussdiagrammen, Schaltungen und dergleichen. Damit rissen ihre Probleme jedoch noch nicht ab. Diskettenplatz war die nächste Hürde. Egal wie rudimentär ihre Bilder würden, wäre der Speicherplatz enorm und würde bei den geplanten 30 Bildern mehrere Disketten einnehmen. Kens Lösung wurde es, die Grafiken über Zeichenbefehle generieren zu lassen. Bei der Hi-Res-Auflösung des Apple II von 280x192 Pixel und 3 Bits Speicherverbrauch pro Pixel wäre mit einem Bild bereits der halbe Arbeitsspeicher gefüllt, weshalb Ken stattdessen die simpelsten Linienfunktionen des Apple II benutzte. Ohne zu sehr den technischen Hintergrund erklären zu müssen, sei erwähnt, dass vertikale Linien doppelt gezeichnet werden mussten, um weiß zu werden, weshalb die Mystery House Grafiken statt schwarz-weiß auch noch violett und grün enthielten. Denn so sparte Ken schlichtweg Speicher. Wie auch immer entstand auf diese Weise das allererste Grafik-Adventure. Möglicherweise mag jemand argumentieren, dass es sich hierbei kaum um ein Grafik-Adventure handelte, weil keinerlei Interaktion mit der Grafik bestand. Aber gerade das ermöglichte Kens Grafikgenerierung, denn die Mystery-Hausräume enthielten Gegenstände, welche der Spieler in sein Inventar stecken konnte und daraufhin vom Bildschirm verschwanden. Ebenso konnten sie in einem anderen Raum wieder abgelegt werden. Auch wenn die Grafik zugegebenermaßen aussah, als hätte sie ein Kleinkind gezeichnet, war die Technik für die damalige Zeit revolutionär. Abgesehen von Kens Programmiertechnik war Mystery House kein wirklich gutes Spiel. Richtungsangaben waren schwierig, weil oben nicht immer Norden entsprach und das größte Puzzle des Spiels war, den Schrank in der Küche zu verschieben. Aber wie es mit revolutionären Ideen so ist, sie verkaufen sich recht gut. Und das selbst, obwohl Ken und Roberta es in einem Frischhaltebeutel anboten und das Beilageblatt in Ermangelung eines Druckers wie eine Lösegeldforderung aussah. Innerhalb von 6 Monaten verkaufte das Paar mehr als 3000 Kopien, was ihnen gut $75.000 einbrachte. Die Mystery House Verkäufe sollten in den Folgemonaten noch auf über 10.000 Exemplare steigen. Ken und Roberta verkauften ihr Haus, er kündigte sämtliche Aufträge seiner bisherigen Firma und beide zogen in ein kleines Holzhaus nahe des Yosemite Nationalparks, um dort ungestört Spiele entwickeln zu können und sich von der Natur inspirieren zu lassen. Das neue Panorama war es, was sie den Firmennamen von Online Systems auf Sierra Online wechseln ließ. Mystery House war Kens kostengünstige Herangehensweise an Robertas Wunsch der Spieleentwicklung gewesen. Nun, da er wusste, dass damit tatsächlich Geld zu verdienen war, erschuf er neue Tools, um Robertas Ideen Realität werden zu lassen. Während sie sich von Tolkien zu ihrem zweiten Adventure The Wizard and the Princess anregen ließ, schrieb Ken seine erste wiederverwendbare Engine. Durch sie war der Befehlsinterpreter getrennt von den Abenteuern, die sich beliebig austauschen ließen. Was für ihn genauso wichtig wurde, war die Verbesserung der Grafik. Ken schrieb ein rudimentäres Malprogramm, das sich über die beiden Apple II Pedals steuern ließ und das Zeichnen von farblich füllbaren Flächen ermöglichte. Rückblickend sollte auch The Wizard and the Princess nicht als inhaltlich gutes Spiel betrachtet werden. Es spielte im Königreich Serenia, wo der böse Zauberer Harlin Prinzessin Priscilla kidnappte. Ihr Vater, König George, versprach dem tapferen Helden, der sie aus der Burg des Zauberers befreite, sein halbes Königreich als Belohnung. Spielerisch begann das Abenteuer mit einem Labyrinth in der Wüste und endete mit einem Burglabyrinth. Zwischendurch gab es konfuse Rätsel, wie die Zugbrücke der Festung mit einer Trompete herunterzulassen. Die Irrgärten waren der Hauptgrund, warum es überhaupt eine halbe Stunde dauerte, um The Wizard and the Princess durchzuspielen. Nach den Maßstäben von Ron Gilberts späterem Adventure-Regelwerk oder auch Graham Nelsons damaliger Player Bill of Rights verstieß The Wizard and the Princess gegen so ziemlich jede Regel eines guten Spiels. Aber das innovative Konzept und die für damalige Verhältnisse gute Grafik machten es dennoch zu einem Verkaufsschlager. Es erschien gerade mal 4 Monate nach Mystery House und verkaufte mehr als 60.000 Exemplare. Es folgten weitere Adventures wie Time Zone, The Dark Crystal, Cranston Manor und Ulysses and the Golden Fleece.
Diese und die vorangegangenen Spiele vermarktete Sierra Online quasi selbst. Damals gab es weder Online-Shops noch hatten Kaufhäuser Computerspiele im Programm. Die einzigen Verkäufer solcher Spiele waren kleine Computerläden, die häufig einfach Produkte lokaler Programmierer anboten. Es gab nur wenige Ausnahmen. Im Fall von Apple II Software war Programmer International eine solche Ausnahme. Sie vertrieben Software im größeren Stil und waren Kens erster Anlaufpunkt gewesen. Doch die 25% Beteiligung, die sie für diesen Dienst forderten, erschien Ken zu hoch. Deshalb schnappte er sich Mystery House sowie Skitroot, was ein Freund von ihm programmiert hatte, und ging damit bei den unzähligen kleinen Läden in der Los Angeles-Umgebung Klinken putzen. Ken rief zudem seinen Bruder in Illinois an und ließ ihn selbiges tun. Wenige Monate später schloss sich Ken für den Vertrieb mit seinem Konkurrenten Scott Adams von Adventure International zusammen, um mehr Fläche abdecken und mehr Spiele anbieten zu können. Es dauerte nicht lange, bis Ken die zeitgleiche Programmierung und der Vertrieb zu viel wurden. Deshalb verkaufte er den Vertriebsarm an seinen Freund Robert Leff für schlappe $1,300. Diese kleine 1980 gegründete Firma namens Softcell wurde im Laufe der nächsten Jahre zu einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, was den amerikanischen Vertrieb von Software und Hardware gänzlich neu gestaltete und Publishern wie Broderbund oder Electronic Arts eine dominante Marktstellung bescherte. Für das Ehepaar Williams bedeutete Softcell aber zunächst, dass sie sich keine Gedanken mehr um die Vermarktung ihrer Spiele machen brauchten. Anderthalb Jahre nach ihrem Start waren Roberta und Ken Williams die neuen Stars der Computerspieleindustrie. Magazine bettelten sie ebenso um Interviews wie Fernsehsender an. Jeder wollte sie für sich gewinnen. Das galt ebenso für Branchenriesen wie Muppets-Erfinder Jim Henson oder Walt Disney. Angebote, mit deren Franchises Spiele zu entwerfen, flatterten nur so herein. Gleichzeitig bettelten große Investmentfirmen sie an, ihr Geld zu nehmen. Ende 1982 klopfte sogar die damals größte Firma der Welt, IBM, bei ihnen an und fragte, ob sie Software für IBM-PCs machen könnten. Ken ging auf viele der größeren Angebote ein, eingeschlossen einer Investition von TA Associates. Auf diese Weise erhielt Sierra Online nicht nur in kürzester Zeit $10 Millionen, es wuchs auch auf gut 100 Angestellte und die Firma änderte ihre Richtung. Angestachelt von ihren Geldgebern produzierte Sierra Steckmodule mit Actionspielen. Dank Ataris VCS waren sie schon seit Jahren der Renner und neue Systeme wie der Commodore VIC-20, Texas Instruments 994A oder der Coleco Adam könnten die neuen Platzhirsche werden. Durch die höheren Produktionskosten war es ein höheres Risiko, aber auf die Module passte weniger drauf, was in kleineren Spielen resultierte und weniger Arbeit bedeutete. Sierra Online war augenscheinlich nicht mehr aufzuhalten. Ken und Roberta heuerten 1982 einen Architekten an, der ihnen für $800.000 eine 1000 Quadratmeter große Holzvilla im kalifornischen Redwood baute. Doch dann geschah das Unerwartete. Jack Tramiel gewann den großen Computerkrieg von 1983, was Texas Instruments vom Markt verdrängte. Gleichzeitig war es aber ebenso das Aus von seinem eigenen VIC-20 und sämtlichen steckmodulbasierenden Videospielesystemen. Atari vergrub daraufhin bekanntermaßen zigtausende IT-Module in der Wüste. Commodore war zwar der Sieger, denn ihr C64 gewann die Oberhand, aber für Sierra Online war es der Ruin. Der Aufsichtsrat riet den Williams, ihre Firma zu verkaufen. Sie hatten sogar schon einen Käufer gefunden, die Lernsoftwarefirma Spinnaker aus Boston. Ken war bereit, Sierra Online aufzugeben, aber Roberta ließ Spinnaker bei ihrem Meeting schon in der ersten Minute abblitzen. Infolgedessen flog Ken aus dem Aufsichtsrat seiner eigenen Firma. Roberta übernahm Vollzeit die Buchhaltung und von einem Tag auf den anderen schrumpfte ihre Belegschaft von über 100 auf 12 Leute zusammen. Das Pärchen bezahlte wieder alles aus der eigenen Tasche. Was bedeutete, sie brauchten ihre Ersparnisse auf und überzogen ihre Kreditkarten, um die letzten Angestellten behalten zu können. Sierras Rettung nahm durch IBM Form an.
Der Niedergang der Spielkonsolen hatte den Williams auf dem Computerspielsektor nicht geschadet. Ken Williams und Programmiererkollege Jeff Stevenson flogen nach Florida, um mit der IBM-Führung eine Partnerschaft für den Launch deren neuen PC Juniors auszuhandeln. Unter den Vorschlägen war sowohl ein grafisch orientiertes Textverarbeitungsprogramm für Kinder namens Homeworld als auch Robertas neuestes Spiel King's Quest. Aber IBM bat speziell um etwas mit einer komplexeren Welt wie Ultima oder Wizardry. Es sollte multiple Lösungen für die Puzzles bieten und durch verschiedene Wege Wiederspielbarkeit fördern. Kens und Jeffs Vorschlag war erneut bahnbrechend. Mit den neuen 128 KB Speicher entgegen den bisherigen 48 oder 64 KB würden sie ein Adventure mit bildschirmfüllenden Grafiken realisieren, in dem der Spieler einen Avatar per Joystick über den Screen steuerte. Befehle würden weiterhin an der Tastatur eingegeben werden müssen, aber sie würden nur in Abhängigkeit des Avatars zu verwendeten Objekten funktionieren. Ebenso wie die Spielfigur selbst sollten andere Kreaturen durch die Welt laufen, mit denen sich der Spieler anfreunden oder die er mit Action-Einlagen bekämpfen könnte. IBM war zwar nicht gänzlich überzeugt, dass Sierra es schaffen könnte, finanzierte das Produkt jedoch mit $700.000. Im Falle des ersten King's Quest war es überwiegend Jeff Stevenson Arbeit an der neuen wiederverwendbaren Adventure Engine und dem Adventure Game Interpreter, kurz AGI, zu verdanken. Aber selbstverständlich ebenso Roberta und eine Handvoll weiterer Sierra-Grafiker sowie Programmierer. Der größte Unterschied zu den reinen zweidimensionalen Vorgängern war die Illusion von Tiefe. Jeff programmierte ein Prioritätensystem mit 15 Abstufungen. Je niedriger die Zahl war, desto weiter vorne befand sich das Objekt. Was bedeutete, wenn der Spieler beispielsweise hinten auf Ebene 13 war, ging er hinter Bäumen und Zäunen auf Ebene 4 und 9 her. Die umherstreifenden Kreaturen waren dank ihrem Eigenleben sogar in der Lage, zwischen Bildschirmen zu wechseln. Die King's Quest-Handlung war weniger revolutionär, grundlegend nur eine Schatzsuche. Besagte Geschöpfe, die der Spieler als Sir Graham traf, halfen ihm, drei Gegenstände wieder zu beschaffen. Einen Schild, einen Spiegel und eine Schatztruhe. Brachte der nach Robertas Lieblingscrackern benannte Sir Graham diese drei Gegenstände zum König von Daventry, so überreichte König Edward ihm die Krone. Obwohl diese Hintergrundgeschichte wenig originell war, erschuf Roberta Williams zum ersten Mal eine Reihe schöner Charaktere und Situationen, auch wenn sie hauptsächlich auf Figuren der Gebrüder Grimm basierten, wie Rumpelstilzchen oder Hänsel und Gretel. Außerdem war King's Quest im Gegensatz zu Robertas ersten Werken nahezu logisch lösbar. Alles in allem war das Spiel ein Meisterwerk seiner Zeit und verkaufte sich bei der Premiere des PC Junior fast so gut wie der Computer selbst. Der Haken war nur, dass der Computer für IBMs Verhältnisse floppte, wodurch Sierra Online alles andere als aus den roten Zahlen kam. Schlimmer noch, die gesamte Engine war für 128 KB Speicher ausgelegt, die 1984 kaum ein anderer Computer bot. Etwas Hoffnung machte Apples Ankündigung des Apple IIc mit ebenfalls 128 KB. Was Sierra Online letzten Endes rettete, war jedoch der Tandy 1000. Ein IBM-PC-kompatibler Rechner mit ebenfalls 128 KB Speicher. Die Tandy Corporation verkaufte ihn über die Radio Shack-Läden Amerikas, woraufhin Sierra direkt einen Vertrag mit Radio Shack abschloss und der Tandy 1000 zusammen mit King's Quest angeboten wurde. Damit rettete Ken Sierra Online und der Aufsichtsrat gab ihm augenblicklich seine Führungsposition zurück. Von dem Moment an ging Ken wesentlich vorsichtiger mit neuen Ideen um und ließ sich nicht mehr von anderen beeinflussen. Sierra Online konzentrierte sich hauptsächlich auf Grafik-Adventures, die für die nächsten Jahre auf Jeff Stevenson AGI basierten. Ken prognostizierte außerdem einen sehr interessanten Verlauf der Computerwelt. Er war überzeugt, IBM-kompatible PCs würden in den kommenden Monaten die Führungsposition einnehmen, weshalb Sierra Online hauptsächlich am PC festhielt. Obwohl er damit letzten Endes recht behalten würde, zog zunächst ein weiteres Weihnachtsgeschäft an Sierra vorbei, in dem der C64 dominierte. Das bedeutete, auch King's Quest 2 wurde ein PC-Spiel.
Romancing the Throne, vom Titel her eine Parodie auf Robert Zemeckis im gleichen Jahr erschienenen Abenteuerfilm Romancing the Stone, knüpfte direkt an die Geschehnisse von Teil 1 an. Mit dem Tod von Dahlia und der Wiederbeschaffung der gestohlenen Gegenstände wurde Graham zum neuen König von Daventry gekürt. Alles, was ihm nun noch fehlte, war eine Königin an seiner Seite. Auf der Suche nach einer holden Maid wandte er sich an seinen magischen Spiegel. Der zeigte ihm eine wunderschöne Prinzessin, eingeschlossen in einen weißen Turm. Der gefangenen Velise zur Hilfe eilend, reiste Graham nach Kolyma und begab sich auf die Suche nach drei Schlüsseln, welche die Türen zur verzauberten Insel öffnen sollten. Als erstes Spiel der Reihe bekam King's Quest II ein Intro spendiert. Roberta konzipierte außerdem erstmalig eine lineare Geschichte, bei welcher der Spielfortschritt zu Veränderungen in der Spielwelt führten. Sie verwob erneut bekannte Märchen mit Logikrätseln, was dem Spieler die Lösung erleichterte. So musste Graham Rotkäppchen ihren Korb bringen, König Neptun benötigte seinen Dreizack und Dracula musste in seinem Schloss selbstverständlich einen Flock durchs Herz getrieben werden. Die drei magischen Türen gaben zusätzlich Hinweise auf den Fundort des nächsten Schlüssels. Erneut bot King's Quest mehrere Lösungswege für die Puzzles, wobei der nicht gewalttätige Weg immer die höchste Punktzahl bescherte. King's Quest II umfasste 14 verschiedene Musikstücke, die von Bachs Toccata bis Michael Jacksons Thriller reichten. Beigesteuert wurden sie von Jazzmusiker Al Law. Zu den neuen Grafikern und Programmierern des Spiels zählten ferner Mark Crow und Scott Murphy. Die ebenfalls neuen Sierra-Angestellten besaßen einen außergewöhnlichen Sinn für Humor. Sie schmuggelten ohne Robertas Wissen mehrere Easter Eggs ins Spiel. So kam aus der Höhle der Hexe zum Beispiel das Batmobil gefahren. Nach ihrer gemeinsamen Arbeit an Black Cauldron, wo sie weitere derartige Späße einbauten, wie einen animierten Ken Williams, der ständig fragt, ob das Spiel schon fertig sei, durften die Ulknudeln ihre eigene Adventure-Reihe entwickeln. Space Quest. Space Quest erschien wie King's Quest III im Oktober 1986. Roberta hatte Graham im zweiten Teil absichtlich eine Frau geschenkt, um in den Folgespielen die Familiengeschichte weiterführen zu können. So gebaren König Graham und Königin Velise zwei Kinder, Alexander und Rosella. Prinz Alexander wurde aus der Kinderkrippe entführt, was ihre Eltern in große Trauer stürzte. Kurz darauf begann ein dreiköpfiger Drache, Daventry, zu terrorisieren. Die einzige Möglichkeit, ihr Königreich vor der totalen Zerstörung zu retten, war dem Drachen jedes Mal eine Jungfrau zu opfern. Nach vielen Jahren blieb Graham keine andere Wahl, als dem Drachen seine eigene Tochter Rosella zu überlassen. An dieser Stelle begann King's Quest III: To Err is Human. Der wörtlich übersetzte Untertitel Zu erben ist menschlich war eigentlich ein Wortspiel des Sprichwortes Irren ist menschlich, vergeben ist göttlich, dessen Autor ebenfalls Alexander hieß. Der Spieler schlüpfte dieses Mal in die Rolle des 17-jährigen Gwydion, der vom Zauberer Menannan als Sklave gehalten wurde und wie viele zuvor mit seinem 18. Geburtstag umgebracht werden sollte. Gwydion musste gefundene Gegenstände vor seinem Meister verstecken und gleichzeitig dessen Zauber erlernen, um den bösen Menannan dadurch in eine Katze zu verwandeln. Man hätte das Spiel eher als Wizard's Quest bezeichnen können und tatsächlich beschwerten sich viele Spieler, es sei kein wirkliches King's Quest Spiel. Der Grund dafür könnte darin gelegen haben, dass erst im letzten Drittel Gwydions wahre Identität herauskam und dass er seine Schwester Rosella vor dem dreiköpfigen Drachen retten musste. Um an diesen Punkt des Spiels zu gelangen, musste der Spieler unzählige Zauber mischen, deren richtige Zusammenstellung nur im Handbuch standen. Ein neuer Kopierschutz, den Sierra Online damals einsetzte, um den unzähligen Raubkopien vorzubeugen. Wie sie die Anzahl der Raubkopien feststellen konnten, fragt ihr euch? Nun, Sierra produzierte zusätzlich Lösungsbücher ihrer Spiele und davon verkauften sie häufig mehr als von den Spielen selbst. Die schnelleren und speicherreicheren Generationen der IBM-PCs sowie Macintosh und dem neuen Commodore Amiga erlaubten Roberta ein deutlich umfangreicheres Adventure zu erschaffen. Es wurde so lang wie beide Vorgänger zusammen und erforderte deutlich mehr Rennerei zwischen der Villa des Zauberers und den übrigen Orten der Insel.
weshalb King's Quest III als erstes Spiel der Reihe eine Automapping-Funktion enthielt, über die sich der Spieler an jeden bereits besuchten Ort teleportieren durfte. Der frühere Musikkomponist und Soundsystemprogrammierer Al Law übernahm dieses Mal die leitende Programmierung, was ihm infolgedessen ebenfalls eine eigene Spielreihe einbrachte, Leisure Suit Larry. King's Quest III verkaufte innerhalb des ersten halben Jahres bereits mehr als 250.000 Spiele, was es zu einem neuen Rekord werden ließ und Sierras Jahresumsatz von 1986 auf 4,7 Millionen Dollar anwachsen ließ. Sierras Firmensitz in der idyllischen Holzhütte am Südeingang des Yosemite-Nationalparks mochte zugegebenermaßen nicht nur Roberta, sondern auch unzählige andere Mitarbeiter zu interessanten Geschichten inspiriert haben. Aber das abgelegene 3000-Seelendörfchen Oakhurst war ebenso der Grund, warum Ken von den Agenturen fast nur C-Klasse-Programmierer und Designer bekam. Kaum jemand wollte von Silicon Valley oder Los Angeles in den Wald umziehen. Deshalb waren viele Mitarbeiter wie Al Law oder Laurie Cole ehemalige Lehrer oder andersartige Quereinsteiger. Ken war darauf angewiesen, seine Leute auf anderem Wege zu bekommen. Jim Walls lernte Ken beispielsweise beim Squash im örtlichen Fitnesscenter kennen. Nachdem Ken zahlreiche Erlebnisse des ehemaligen Highway-Patrouillenpolizisten gehört hatte, stellte er Jim ein und ließ dadurch 1987 Sierras vierte Adventure-Reihe Police Quest entstehen. Sierra Onlines Jahresumsatz stieg in dem Jahr auf beinahe 7 Millionen Dollar. 1986 war Ken nach Japan gereist. Ähnlich wie IBM in den USA produzierte NEC dort PCs. Trotz eines Intel-Prozessors und der Fähigkeit, MS-DOS darauf laufen zu lassen, war deren PC-9800-Reihe hardwaremäßig nicht vollständig kompatibel, was NEC jedoch umgekehrt den Vorteil eigener Innovationen einbrachte. Der 1986 erschienene PC-9801VX war dank 1 MB Speicher und 4096 Farben dem Commodore Amiga ebenbürtig und der absolute Renner in Japan. Ken, der sich stets an technischen Innovationen orientierte, wollte, dass Sierra auf diese technische Erweiterung vorbereitet war, weshalb Sierras Adventure Engine Programmierer Jeff Stevenson eine komplett neue Spielengine erschuf. Der Sierra Creative Interpreter, kurz SCI, war wie C++, mit welchem Jeff programmierte, objektorientiert, was dem neuen System Mauskontrolle und Pop-up-Fenster bescherte. Ein zu der Zeit echt innovatives System. Die Unterstützung von MCGA und VGA-Grafikstandards erlaubte zudem eine doppelt so hohe Auflösung wie bisher, von stolzen 320x200 Pixeln bei 16 Farben. King's Quest als erfolgreichste Adventure-Reihe Sierras sollte das erste Spiel werden, was den SCI verwendete. Da Jeff SCI jedoch parallel zur Entstehung des Spiels schrieb und nicht klar war, ob es fehlerfrei funktionieren würde, entstand King's Quest IV The Perils of Rosella zeitgleich in AGI und SCI. Das war aber bei weitem nicht das Ende der Innovationen. Besonders die PCs der späten 80er hingen in puncto Sound stark hinterher. Sie griffen meist auf den billigen eingebauten Lautsprecher zurück, der lediglich piepsende Geräusche erzeugte. Für King's Quest IV schwebte Ken ein echter Hollywood-Soundtrack vor. Er heuerte den Grammy-nominierten Komponisten William Goldstein an und ließ ihn auf Basis der gerade neu erschienenen Roland MT32 Soundkarten einen Soundtrack entwerfen, der unter anderem das fast 10-minütige Intro untermalte. In diesem kehrten seine beiden Kinder zu Graham zurück. Gerade als er ihnen seinen Abenteuerhut überlassen wollte, erlitt Graham einen Herzinfarkt. Um die Gesundheit ihres Vaters trauernd, rief der magische Spieler Rosella herbei. Er erzählte ihr von einer magischen Frucht im Land Tamir. Doch die Reise dorthin wäre einseitig, wenn Rosella nicht ebenfalls die fähige Nesta bei der Bezwingung der bösen Hexe Lolotte helfen würde. So trat Prinzessin Rosella in die Fußstapfen ihres Vaters und erlebte Abenteuer mit den sieben Zwergen, dem Froschkönig und der Henne mit dem goldenen Ei.
Rosella als eine weibliche Hauptdarstellerin für ein Videospiel zu erschaffen, war ein gewaltiges Risiko in der damaligen Zeit. Roberta selbst ging davon aus, dass nur 15% der damaligen Sierra-Spielekäufer weiblich waren. Ken und Roberta griffen für die Promotion von King's Quest IV Trip Hawkins Prinzip der Digital Artists auf. So tourte Roberta zum Release durch sämtliche größeren Buchhandlungen und gab Autogramme. Ob es diese Promotion oder die weibliche Hauptrolle war, blieb offen, aber so oder so verkaufte King's Quest IV doppelt so viele Exemplare wie seine Vorgänger. Bereits in den ersten zwei Wochen setzte Sierra Online mehr als 100.000 Exemplare um. Die Verkäufe stiegen in den Folgemonaten weiter bis auf 500.000 an, was ein neuer Rekord für Sierra Adventures war. Dieser Bestseller ließ außerdem die Beziehung zwischen Roland und Sierra wachsen. Rolands Geschäftsführer Thomas Beckmann trat dem Sierra Aufsichtsrat bei und Sierra vertrieb zusätzlich deren Soundkarten. Die aktuellen Titel von Interplays Bard's Tale Reihe und Origin Systems Ultima Reihe wurden 1988 parallel zu Kassenschlagern, die jeweils 400.000 Spiele umsetzten. Sierra hatte wenige Jahre zuvor, als Origin Systems noch in den Kinderschuhen steckte, Ultima 2 vertrieben und damit bereits gutes Geld verdient. Anfang 1988 beschloss Ken, Sierra solle auf dem Sektor ebenfalls Fuß fassen und ein Konkurrenzprodukt erschaffen. Er forderte seine Leute auf, ihm einen preisgekrönten Tournament-Level Dungeon Master zu suchen. Wen er bekam, war Corey Cole und seine Frau Laurie Ann. Ein ähnlich begabtes Paar wie Ken und Roberta selbst, mit jahrelanger Erfahrung im D&D-Sektor. Corey hatte sich außerdem seit 1985 auf dem Atari ST ausgetobt, womit er ideal zu Sierra passte und als erstes Jeffs SCI für den Atari ST konvertieren musste. Als Corey fertig war, schrieb er keine neue Ultima-ähnliche Engine, um das von Ken gewünschte Rollenspiel zu designen. Das hätte zweifellos ein oder zwei Jahre länger gedauert. Er entwickelte einfach zusätzliche Rollenspiel-Features für den fertigen SCI, wodurch Sierras neue Rollenspielreihe als Quest for Glory bereits im Oktober 1989 erschien. Sierra erhielt bei der bloßen Ankündigung einer Rollenspielreihe bereits 100.000 Vorbestellungen und verkaufte mehr als 250.000 Exemplare des ersten Teils. Zusammen mit L. Law's Leisure Suit Larry Reihe wurde Quest for Glory Sierras erfolgreichste Spielereihe. 1987 hatte Sierra Online durch Lucasfilm Games ernsthafte Konkurrenz auf dem Adventure-Markt bekommen. Maniac Mansion kennzeichnete den Beginn der Point-and-Click-Adventures, mit deren 1989 jüngstem Spross Indiana Jones and the Last Crusade überholte Lucasfilm sie nicht nur in Bezug auf die Steuerung, sondern bot ebenfalls farbenprächtigere Grafik. Während Sierra an der Verbesserung der SCI-Engine arbeitete, konterten sie mit neuen innovativen Konzepten für ihre Spiele. Roberta erschuf zu dieser Zeit eine neue Spielereihe, The Laura Bow Mysteries. Genau wie das erste King's Quest Spiel grob auf The Wizard and the Princess basierte, bauten die Laura Bow Fälle auf dem Mystery House Konzept auf. Ken und Roberta prognostizierten die Zukunft der Computerspiele als Interactive Entertainment Stories. Als solche war das erste Spiel der Reihe The Colonel's Bequest wirklich ein wichtiger Schritt in die Richtung der heutigen Adventures. Es wich gänzlich vom bisherigen linearen Verlauf ab. Das Spiel war in 8 Akte unterteilt, die je eine Stunde repräsentierten. Bestimmte Ereignisse wie das Betreten eines wichtigen Raumes oder Finden eines gezielten Gegenstandes ließen die Zeit 15 Minuten voranschreiten. Dadurch veränderten sich Standorte der Charaktere oder Fundorte von Gegenständen bzw. Fingerabdrücken. Prinzipiell konnte der Spieler den kompletten Plot verpassen, wenn er sich am falschen Ort aufhielt. Außerdem war es wenig hilfreich, in den richtigen Ort einfach hineinzuplatzen, weil es möglicherweise wichtige Gespräche unterbrach. Der Spieler musste mit Bedacht vorgehen und Geschehnisse aus der Ferne beobachten. Angespornt von der Wirksamkeit ihrer weiblichen Protagonistin in King's Quest IV, steuerte der Spieler eine Nancy Drew-ähnliche junge Dame im New Orleans von 1925.
Als Tochter eines Kommissars und angehende Journalistin wurde Laura eines Tages von ihrer Freundin Lillian auf die Plantage ihres Onkels eingeladen. Colonel Henry Dijon, benannt wie der Senf und somit eine absichtliche Verbindung zu Cluedos Colonel Mustard, verkündete seinen Nachkommen, dass er seinen Nachlass gleichmäßig unter ihnen aufteilen würde. Sollte jemand versterben, würde sein Anteil zurück in den Topf wandern, woraufhin in den folgenden Stunden ein Familienmitglied nach dem anderen dahinschied und Laura den Täter ermitteln musste. Im krassen Gegensatz zu den bisherigen Sierra Adventures beinhaltete Colonel's Bequest kaum Inventarpuzzles. Die wenigen vorhandenen waren eher eine Schatzsuche, die Hintergrundinformationen zur Familie offenbarten. Die Hauptaufgabe bestand darin, die lebenden Familienmitglieder auszuspionieren, um ihre Motive aufzudecken. Dafür enthielt das Spiel ausnahmsweise nicht das Sierra-typische Punktesystem, sondern lediglich ein Slusometer, das ungefähr anzeigte, wie gut der Spieler sich bei der Detektivarbeit anstellte. Auch wenn The Colonel's Bequest farbtechnisch nicht mit Indiana Jones mithalten konnte, waren die Räume und Außenanlagen doch exzellent gezeichnet. Außerdem wurde das SCI um neue Features wie Close-Ups für wichtige Sequenzen oder Porträts für Dialoge bereichert. The Colonel's Bequest wurde nicht der erhoffte Durchbruch, aber es landete zumindest auf Platz 84 der besten Adventures aller Zeiten. Generell ging es mit Sierras Finanzen immer weiter bergauf. Von 21 Millionen Dollar im Jahr des Colonel's Bequest Releases 1989 wuchs der Umsatz 1990 auf 29 Millionen und das war gänzlich dem Computerspielemarkt zu verdanken. Wohingegen Nintendo und Sega parallel den Konsolenmarkt wiederbelebten und selbst Konsolenverweigerer wie Trip Hawkins wegen der Aussicht auf größere Gewinne darauf umsattelten, blieb Sierra Online den Computern treu. Die Profite von 1990 waren größtenteils auf Sierras nächste Adventure-Generation zurückzuführen, welche zum Weihnachtsgeschäft mit King's Quest V und Space Quest IV begannen. Die wiederum waren mit der Verdienst von Bill Davis. Ken heuerte ihn im Juli 1989 als Sierras Creative Director an. Bill hatte keinerlei Erfahrung mit Computerspielen. Er kam aus der Filmindustrie, wo er über 150 Werbefilme für McDonald's, Toyota, NBC und dergleichen sowie Kurzfilme gedreht hatte. Bill brachte das Zeichentrickfilm-typische Konzept der Storyboards zu Sierra. Was zwar bedeutete, dass Sierras Adventure wieder linear wurden, aber eine deutlich strukturiertere Handlung bekamen. Mit Sierras Wechsel von 16 Farben EGA-Grafik zu 256 Farben VGA-Grafik ließ Bill Davis, Sierras Künstler, sämtliche Grafiken nun per Hand zeichnen und anschließend digitalisieren, wodurch eine märchenhafte neue Optik entstand. In King's Quest V kehrte König Graham von einem Spaziergang zurück und fand sein Schloss nicht mehr. Eine Eule erzählte ihm, dass der böse Zauberer Mordruk es samt der königlichen Familie gestohlen hätte. Graham folgte der Eule ins Königreich von Serenia, wo er erfuhr, dass Mordruk Menannans Bruder war. Er wollte Prinz Alexander dazu zwingen, Menannan aus der Katzengestalt zu befreien. König Graham wurde auf seiner Schlosssuche von der Eule Cedric und deren Meister Crispin unterstützt. Zweiterer verlieh Graham die Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen, wodurch sich ein Alice im Wunderland ähnliches Abenteuer ergab. Also zumindest optisch und akustisch. Spielerisch behielt King's Quest V viele der bekannten Inhalte bei. Es umfasste erneut unzählige Wege zu sterben, wenn nicht sogar mehr als je zuvor, und hatte drei große Labyrinthe. Letztere mögen in seinem Ursprung gelegen haben, denn das Königreich Serenia, in dem es spielte, war ebenso der Austragungsort von The Wizard and the Princess gewesen, womit der Spieler erneut durch die Wüste irrte und auch beim Betreten der Zaubererfestung durch eins musste. Abgerundet wurde das Abenteuer wie der typische Disney-Film mit kleinen Gesangseinlagen von Ameisen und dergleichen. Sierra hatte sich, was den Sound anging, erneut ins Zeug gelegt. Sie vollzogen mit der neuen Adventure-Generation nicht nur den Sprung zu 256 Farbengrafiken, sondern gleichzeitig zur CD-ROM, wodurch King's Quest V über 50 Synchronsprecher bekam und keine Textzeile unvertont blieb.
Selbstverständlich verlor die neue SCI-Version gleichzeitig die Texteingabe und wurde nun komfortabel per Maus und Icons gesteuert. Im Gegensatz zu LucasArts, die erst 1993 spezielle Talkie-Versionen von Indiana Jones 4 und Day of the Tentacle produzierten, als sich die CD-ROM etabliert hatte, stach Sierra Onlines Flaggschiff bereits im August 1991 damit in See. Wobei sie vorab ebenso eine Diskettenfassung veröffentlichten, hauptsächlich um das Weihnachtsgeschäft 1990 nicht zu verpassen. Da CD-ROM-Laufwerke 1991 aber wenig verbreitet waren, lieferte Sierra passend zum Problem gleich die Lösung aus. Für $795 boten sie zeitgleich das Sierra Multimedia Upgrade Kit an. Es beinhaltete ein CD-ROM-Laufwerk, eine Soundkarte, diverse Sierra-Spiele und Microsoft Windows mit den nötigen Multimedia-Extensions, um alles problemlos betreiben zu können. Zugegebenermaßen verkaufte sich dieses $800-Paket nicht so schnell wie die Soundkarten zuvor, aber King's Quest V setzte zumindest, wie sein Vorgänger, eine 500.000 Exemplare um. Point-and-Click-Adventures waren zum Beginn der 90er der Renner. Nachdem LucasArts das Genre revolutioniert hatte, spross quasi jeden Monat eine weitere Firma aus dem Boden, die den Markt überflutete. Sierra Online war weiterhin der Platzhirsch und größte Adventure-Produzent weltweit, aber Ken war klar, dass sich das schnell ändern könnte. Deswegen begann er, Sierras Produktpalette zu vervielfältigen. Das Oregon-basierende Studio Dynamics hatte ihn beeindruckt. Dem gerade mal 30-Mann-Team war es 1989 gelungen, 7 Spiele zu produzieren, darunter Hits wie MechWarrior, die 100.000 Exemplare und mehr verkauften. Ihre Besitzer Jeff Tunnell und Damon Sly waren es hingegen leid, immer nur Spiele im Auftrag großer Konzerne produzieren zu müssen. Sie wollten ihre eigenen IPs kreieren. So nahmen sie Kens Angebot an, Dynamics im März 1990 zu kaufen. Dynamics hatte zu dem Zeitpunkt gerade ihr Game Development System für Adventures fertiggestellt und steuerte dadurch 1990 und 1991 ihre Cinematic Adventures zu Sierras Produktpalette bei. Rise of the Dragon, The Adventures of Willy Beamish und Heart of China hatten einen komplett anderen Stil und andere Zielgruppe, waren aber ebenso beeindruckend. Der Grund für Dynamics Akquirierung war jedoch deren Three Space Engine und die darauf basierenden Simulationen. Auch wenn Ken selbst kein Fan von Simulationen war, sah er dennoch deren Marktwert. Er überredete Damon aus seiner The Greatest Warplanes Idee, die Flugzeuge verschiedener Kriege zusammenfassen sollte, mehrere Simulationen einzelner Epochen zu machen. Bereits das erste Spiel der Reihe, Red Baron, wurde Sierras bestverkauftes Nicht-Adventure-Game seit King's Quest. Zur selben Zeit wies Ken sein eigenes Studio an, stärker in den Lernspielsoftware-Sektor vorzudringen. Roberta produzierte quasi als ersten Test der Multimedia-Fähigkeiten eine Mixed-Up Mother Goose CD-ROM mit durcheinander gewürfelten Kinderliedern, welche die Kleinen wieder in Ordnung bringen mussten. Die Coles ließen ihre Quest for Glory-Reihe für ein Jahr ruhen. Corey produzierte das für Highschools ausgelegte Castle of Dr. Brain und seine Frau Lori Ann fokussierte sich mit Mixed Up Fairy Tales auf Grundschulen. Sierras Creative Director Bill Davis schrieb währenddessen das Konzept für EcoQuest, eine Adventure-Reihe für Kinder, die sich um die Rettung der Meeresbewohner und des Regenwaldes drehte. Ein Jahr nach der Dynamics-Übernahme im März 1991 schockierte Sierra durch die Ankündigung, mit Broderbund zu fusionieren. Broderbund war damals ein ähnlich großes Unternehmen wie Activision, Electronic Arts oder Epix und der Zusammenschluss beider Firmen hätte Sierra zum größten Videospieleunternehmen Amerikas gemacht. Die Produktpaletten beider Firmen ergänzten sich zudem ideal. Broderbund besaß mit Carmen Sandiego bereits eine erfolgreiche Lernsoftware-Reihe, sie hatten Plattformer wie Prince of Persia und nicht zu vergessen Göttersimulationen wie SimCity oder SimEarth. Doch kurz bevor die Fusion durchging, brach sie auseinander. Möglicherweise war es der christliche Ursprung der Carlson-Familie hinter Broderbund und die völlig gegenteiligen Softporno-Abenteuer von Fierra. Manche behaupten, es hätte an der Einstellung des Williams-Paares gelegen, die schon vor der Fusion durch die Broderbund-Büros spazierten, als würden sie ihnen gehören. Immerhin hatte sie diese dominante Art auch die Akquirierung von id Software gekostet. So oder so blieb Broderbund eigenständig.
Sierra war unabhängig davon auf Erfolgskurs. Ihr Jahresumsatz stieg von 31 Millionen 1991 auf 41,7 Millionen 1992. Womit sie 1992 Brightstar Technologies kauften, ein Hersteller von Lernsoftware und innovativen Techniken. Durch Brightstar Technologies erhielt Sierra Onlines Sprachausgabe Lippensynchronität. Die Lernsoftware-Sparte war zu dem Zeitpunkt die am stärksten wachsende. Laut den Software Publishers of America stieg der Umsatz an Lernsoftware von 146 Millionen Dollar 1992 auf 243 Millionen 1993, wodurch Sierra auf einer weiteren Trendwelle surfte. Jane Jensen hatte eine Vorliebe für Bücher. In jungen Jahren wollte sie Schriftstellerin werden. Doch die vergebliche Suche nach einer lukrativen Karriere und ebenfalls die Begeisterung zum Colossal Cave Adventure, das auch Roberta inspirierte, hatten sie einen Computerwissenschaftenabschluss absolvieren lassen, womit sie eine Stelle bei Hewlett Packard bekam. Als Jane 1989 King's Quest IV sowie Manhunter 2 San Francisco spielte, beschloss sie den Job zu wechseln. Sie stieg bei Sierra ein und schrieb zunächst Dialoge sowie Storyline für Bill Davis' Konzept von Echo Quest The Search for Cetus und dann Police Quest III The Kindred. Für King's Quest VI Air Today, Gun Tomorrow wurde Jane neben Roberta Williams zur Co-Designerin. Der Untertitel des Spiels war erneut die Abwandlung eines amerikanischen Sprichworts. Here Today, Gun Tomorrow verwies auf Alexanders abruptes Verschwinden nach Teil 5. Wie schon in King's Quest V zu erleben war, verliebte sich Prinz Alexander in Prinzessin Cassima, welche König Graham ebenfalls aus Mordrax' Gefangenschaft befreite. Kurz nach ihrer Daventry-Heimkehr zeigte der magische Spiegel Alexander eines Nachts Cassima in ihrem Turm. Anhand der Sternenkonstellation navigierte Alex über das Meer zum Königreich der grünen Inseln, um Cassima seine Liebe zu erklären. Doch der Zugang zum Schloss blieb ihm durch Vezier Abdul Alasred verwehrt. Es war nun die Aufgabe des Spielers, die vier Inseln von der bösen Regentschaft Alasred zu befreien. Roberta sorgte für die Romanze der beiden, während Jane sie ausmalte und sämtliche Dialoge des Spiels schrieb, was unter anderem zu vielen märchenhaften Reimen führte. King's Quest VI behielt gleichzeitig den bewährten Stil bei und führte zugleich einige Erneuerungen ein. Die vier grünen Inseln bekamen ein jeweils anderes Thema. Die Isle of the Crown entsprach den Tausend und einer Nacht-Geschichten, die Isle of Wonder hingegen Alice im Wunderland und der Sacred Mountain mehr der klassischen Mythologie. Für die erstmals gerenderte Intro-Sequenz engagierte Sierra Kronos Digital Entertainment, eine Special-Effects-Firma, die bereits an Filmen wie Batman Returns und dem Rasenmähermann gearbeitet hatte. Ähnlich dem mittlerweile etablierten LucasArts Adventures enthielt King's Quest VI zudem kleine Zwischensequenzen, welche die Ereignisse auf Seiten des Wesirs zeigten. Obwohl das Spiel überwiegend linear verlief, gab es im späteren Verlauf eine Weggabelung, welche den Spieler über die Anzahl der Puzzles entscheiden ließ und zu mehreren Enden führte. King's Quest VI war erneut für PCs mit CD-ROM ausgelegt und Sierra hatte zwischenzeitlich beschlossen, den Amiga als Plattform für ihre Spiele zurückzulassen. Adventure-Konkurrent Revolution Software, die den Amiga hingegen als ihre Hauptvermarktungsplattform ansahen, boten daher an, King's Quest für sie zu portieren, womit die Amiga-Version des Spiels in Revolutions Virtual Theater Engine statt dem SCI entstand. King's Quest VI wird von den meisten als Höhepunkt der Spielereihe angesehen. Laut Ken verkaufte er sich beim Oktober 1992 Release bereits in der ersten Woche mehr als 400.000 Mal und wurde zum erfolgreichsten Adventure der Welt. Dieser Durchbruch führte nebenbei dazu, dass Jane Jensen ihre eigene Sierra-Adventure-Reihe kreieren durfte, Gabriel Knight. LucasArts hatte die enorme Marktdominanz ihrer Adventures nicht nur dem neuen Point-and-Click-System zu verdanken, sondern ebenso der simultanen Übersetzung ihrer Spiele in diverse Sprachen. Sierra Online vermarktete ihre Spiele zwar ebenfalls nebenbei in Europa, das jedoch nur in Englisch. Aber 1993 fing Ken mit der Eroberung der restlichen Welt an. Er kaufte das Pariser Studio Cocktail Vision. Die Franzosen waren wie Sierra selbst Hersteller von Adventures und Lernsoftware. Zu ihren Hits zählten Spiele wie Goblins, Geisha oder Inka. Einhergehend mit dem letzten Kauf und dem 15-jährigen Jubiläum der Firma strukturierte Ken Sierra um.
Er verlagerte den Firmenhauptsitz nach Bellevue in Washington, wo Sierra dank der Nähe zu Seattle leichter Mitarbeiter gewinnen konnte. Der bisherige Firmensitz in Oakhurst wurde in Yosemite Entertainment umbenannt. Die drei anderen Studios, Dynamics, Brightstar Technologies und Cocktailvision, blieben bei ihrer Spieleentwicklung weiterhin unabhängig. Die Verpackungsherstellung und Vermarktung lief jedoch gebündelt über das Hauptquartier nahe Seattles. Der rasante Absatz von Teil 6 hatte bewiesen, dass King's Quest offensichtlich immer noch Sierras Flaggschiff war. Mit den neuen Möglichkeiten der Multimedia-Revolution wollte sich Roberta ihren Traum eines Disney-Zeichentrickfilms erfüllen. Die gesamte Computerspieleindustrie orientierte sich zu der Zeit an Hollywood und Roberta war da keine Ausnahme. Nach der Special Effects-Firma Kronos Digital Entertainment fragte sie dieses Mal bei Pixar an, ob die bei der Verwirklichung ihres Traumes helfen könnten. Robertas Bitte wurde von niemand Geringerem als Apple-Gründer Steve Jobs abgelehnt. Doch davon ließ sich Roberta nicht entmutigen. Dieses Mal schrieb sie die Story zusammen mit Buchautorin Lorelei Shannon. Es war mittlerweile eine Tradition bei Sierra geworden, dass neue Designer in Paarung mit den erfahrenen Spiele entwarfen. Ihr Ansatz für den siebten Teil war etwas mit cartoonartigen Charakteren und verrücktem Humor zu kreieren, wodurch sechs neue Länder wie Uga Buga Land, der Gummidschungel oder das Wolkenland entstanden. Sierras Künstler zeichneten erneut sämtliche Hintergründe per Hand. Die Animation sämtlicher Figuren, welche fünfmal so zahlreich wie bei jedem bisherigen Adventure wurden, verteilte Sierra hingegen auf vier unterschiedliche Animationsstudios auf der ganzen Welt. Eines von ihnen war im Übrigen Animation Magic Inc. in St. Petersburg, Russland, die Jahre später das Warcraft-Adventure für Blizzard Entertainment zeichneten. Damit die Unterschiede nicht erkennbar waren, definierte Sierras Mark Hudgens einen Disney-artigen Zeichenstil mit der Farbgebung von Aladdin. Ferner unterteilten Roberta und Lorelei das Spiel in 8 Kapitel mit unterschiedlichen Teams, die dann jeweils einem Studio zugewiesen wurden. Um den Stil eines Zeichentricksfilms weiter zu unterstützen, scrollten die Orte des Spiels nun seitlich. Die Vollbildanimation des Intros und Extros wirkt noch etwas pixelig, aber das Spiel selbst erstrahlte zum ersten Mal in Super VGA. King's Quest VII The Princess Bride führte gewissermaßen den Rosella-Geschichtszweig von Teil 4 fort. Königin Velenice belehrte ihre Tochter Rosella beim Spaziergang im Wald, wie wichtig es sei, einen Gatten zu finden. An einem Fluss haltend kam Rosella ein Seepferdchen aus dem Wasser entgegengeschossen, wodurch sie ein magisches Portal darin entdeckte und hineinsprang. Velenice eilte ihr hinterher, doch beide kamen an unterschiedlichen Abschnitten des Eldritch genannten Landes heraus. Nicht nur das, Rosella verwandelte sich bei der Ankunft außerdem in einen Troll. Wie üblich steckte hinter dem teuflischen Plot erneut ein böser Zauberer, genauer gesagt dieses Mal eine Zauberin. Enchantress Melicia, einst eine Fee, wurde aus dem Himmel verbannt und wollte sich dafür rächen. Sie verhexte den von Rosella in Teil 4 geretteten Edgar in den Trollkönig und verstieß den echten König vom Thron. Roberta designte für das Spiel eine neue Benutzeroberfläche. Der Spieler brauchte nicht mehr per Klick durch die verschiedenen Aktionen rotieren, sondern nur noch Gegenstände aus dem Inventar ziehen, wenn er sie benutzen wollte. Alles andere machte der Pointer von selbst. Wann immer etwas benutzbar war und der Spieler darüber fuhr, begann der Pointer zu blinken, wodurch selbst Kinder spielend leicht damit umgehen konnten. Als sich Kids Quest 7 Weihnachten 1994 näherte und noch nicht alle Animationen fertig waren, beschloss Ken, zwei der ursprünglich 8 geplanten Kapitel zu streichen, wodurch das Spiel ein Viertel kürzer als Teil 6 wurde und der Auftritt von König Graham wegfiel. Sierras Zeichner vervollständigten selbst die Animationen für das nun letzte 6. Kapitel. Das senkte gleichzeitig insofern die Produktionskosten, dass das Spiel nun auf eine einzige CD passte. King's Quest VII hatte erneut hohe Hardwareanforderungen, weshalb Sierra Verträge mit Partnerfirmen wie Compaq abschloss, welche es mit ihren neuesten Multimedia-PCs bundelten. Trotzdem verkaufte es sich nicht so gut wie sein Vorgänger. King's Quest VII überschritt erst 5 Jahre später die 400.000 Verkäufe-Marke, die Teil 6 in der ersten Woche erreichte. Den Kritikern zur Folge gefiel vielen Fans schlichtweg der Disney-artige Zeichenstil nicht.
1995 war Sera gut 700 Mitarbeiter stark. Allein 200 Leute kümmerten sich um Roberta Williams' nächstes Spiel, was ausnahmsweise kein King's Quest-Teil war. Das Jahr markierte den Höhepunkt der interaktiven Filme. Adventure-Konkurrent Access Software produzierte ihre Tex Murphy-Reihe mit Under Killing Moon und The Pandora Directive. Origin Systems hatte Wing Commander mit Teil 3 zu einem Film werden lassen und Roberta wollte etwas Ähnliches bewerkstelligen. Ken hatte ihr für Phantasmagoria ursprünglich ein Budget von $800.000 genehmigt. Aber bereits der Bau des ihrer eigenen Filmstudios an ihrem Yosemite-Standort kostete die Firma 1,5 Millionen Dollar. Von da an kamen Kosten für die viermonatigen Dreharbeiten und Special Effects von The Character Shop hinzu, bevor er überhaupt die Programmierung anfing. Am Ende würde Sierra 4,5 Millionen Dollar für Phantasmagoria hinblättern. Roberta war immer ein Horrorfilm-Fan gewesen und hatte auch schon unzählige Male mit dem Konzept eines Horrorspiels begonnen. Sie war zuvor jedoch immer auf technische Probleme gestoßen. 1993, als sich die CD-ROMs etabliert hatten, sah sie ihre Gelegenheit. Sie ließ sich zunächst ein halbes Jahr von Horrorfilmen der verschiedensten Autoren inspirieren und entschied dann, sich vor allem an Werken von Stephen King und Edgar Allan Poe zu orientieren. Ihre Idee für Phantasmagoria drehte sich um eine Frau, deren Ehemann sich zu einem bizarren Haus hingezogen fühlte, das zuvor einem Illusionisten gehörte und von Geistern heimgesucht wurde. Dieses Setting kombinierte Roberta mit Elementen moderner Fiktion und der 50er Jahre Horrorfilm. Der Phantasmagoria-Spieler verkörperte Adrian Delaney, die kurz nach dem Einzug in das New England-Anwesen von Albträumen heimgesucht wurde. Bei genauerer Untersuchung des Anwesens entdeckte sie eine kleine Kapelle hinter einer zugemauerten Feuerstelle. Als Adrian das verschlossene Kästchen auf dem Altar öffnete, ließ sie ohne ihr Wissen Carnos Dämon frei, der sofort Besitz von ihrem Mann ergriff. Von da an begann eine Reihe furchterregender Morde. Hortensia wurde im Gewächshaus mit Dünger zum Schweigen gebracht und dann mit Gartenwerkzeugen aufgespießt. Victoria wurden die Augen mit einer Weinflasche entfernt und so weiter. Phantasmagoria ging für Sierra-Verhältnisse gänzlich neue Wege. Es beinhaltete sogar eine Vergewaltigungsszene, die Roberta partout nicht entfernen wollte, weil diese ihrer Meinung nach ausschlaggebend für die Gesamtgeschichte war. Das Spiel löste den ein oder anderen Streit zwischen Ken und Roberta aus, nicht nur wegen dem Budget. Spielerisch war es das typische Point-and-Click-Adventure, was das gleiche Interface wie King's Quest 7 benutzte. Aber im Gegensatz zu Zeichentrickfilmanimationen verwendete es vor Greenscreen gefilmte Schauspieler, die vor über 1000 mit Silicon Graphics Software berechneten Hintergründen agierten. Adrian war immer im Bild und der Spieler konnte sie normal laufen, sich umsehen, Gegenstände aufheben oder welche aus dem Inventar einsetzen lassen. Damit der Spieler kleine Objekte nicht übersah, pulsierten sie zusätzlich zu den sichtbaren Verwandlungen des Pointers. Phantasmagoria war in beinahe jeder Hinsicht ein Meilenstein für Sierra, der volle 2 Jahre Entwicklungszeit kostete. Am 24. August 1995, dem gleichen Tag, an dem Microsoft ihr Windows 95 auslieferte, erschien es endlich für besagtes Windows und MS-DOS. Es war von 2 auf stolze 7 CD-ROMs angewachsen. Sierra hatte es unzählige Male verschoben und umfangreich als das größte jemals von ihnen produzierte Adventure beworben. Die Produktionskosten spielte Phantasmagoria bereits am ersten Wochenende wieder ein. Sierra verkaufte in den wenigen Tagen 300.000 Exemplare, was 12 Millionen Dollar entsprach. Ein halbes Jahr später waren es doppelt so viele. Letztlich sollten es mehr als 1 Million Verkäufe werden. Das hatte noch kein Sierra-Spiel zuvor erreicht. Der Durchbruch wirkte sich augenblicklich auf Sierras Börsenkurs aus. Er stieg um stolze 73%. Allein im Quartal der Veröffentlichung machte Sierra einen Gewinn von 3,2 Millionen Dollar. Ihr Jahresumsatz 1995 belief sich auf 15,7 Millionen Dollar in Europa und 60,7 Millionen in Nordamerika. Gabriel Knight-Designerin Jane Jensen belegte augenblicklich das neue Studio für den zweiten Teil ihrer Serie, The Beast Within. Sierra hatte die Adventures in eine neue, glorreiche Zukunft geführt.
Ken Williams nutzte das neu gewonnene Kapital hingegen sofort, um weitere Studios Sierras Firmenstamm zuzuführen. Er kaufte das Microsoft Flight Simulator Studio Sublogic, welches er mit Dynamics vereinte, dann die Papyrus Design Group, welche für IndyCar Racing und NASCAR Racing bekannt waren, und zu guter Letzt Impressions Games, die Sierra mit Caesar 2 direkt den nächsten Hit bescherten. Es verkaufte sich schon im ersten halben Jahr 400.000 Mal und stieg später auf 2,5 Millionen Verkäufe. Ken Williams war der geborene Geschäftsmann. Was er anfasste, wurde zu Gold. Logischerweise wollte Ken, dass sich Roberta sofort an Phantasmagoria 2 machte, aber sie entschied sich stattdessen für King's Quest 8, was in Kens Augen ebenfalls eine Gelddruckmaschine war. Deshalb teilte Ken den Phantasmagoria-Nachfolger Lorelei Shannon zu. Zur gleichen Zeit trat ein anderer amerikanischer Milliardär an Ken heran. Walter Forbes hatte über die letzten 25 Jahre hinweg ein Mitgliedschaftssystem aufgebaut, das seine damals rund 40 Millionen Abonnenten durch die erzielten Mengenrabatte günstig an Reisen, Autos und sämtlichen anderen Shoppingkram kommen ließ. CompuServe war ein kleiner Bestandteil von CUC Internationals Firmenzusammenschluss und Kens Internet-Provider-Experimente hatten Walter Forbes erstmalig auf Sierra aufmerksam gemacht. Forbes' Vision, die er Ken vermittelte, war die bereits erfolgreichsten Videospielefirmen der USA, LucasArts, Broderbund, Davidson und Sierra, zum weltgrößten Softwarehersteller zusammenzuschließen. Selbst wenn keiner der anderen zugestimmt hätte, wäre es in Kens Augen bereits ein Gewinn gewesen, denn er hätte Zugriff auf CUCs Marketingapparat gehabt und somit 40 Millionen zusätzliche Kunden erreicht. Tatsächlich schaffte es Walter Forbes nicht, LucasArts und Broderbund ins Boot zu holen, aber CUC International übernahm am gleichen Tag Sierra für 1,06 Milliarden Dollar und Davidson für 1,6 Milliarden. Davidson Associates mag nicht jedem sofort ein Begriff sein, aber sie waren tatsächlich überaus erfolgreich mit ihrer Lernsoftware, womit sie auch gut in Kens Plan passten. Außerdem zählte zu ihnen eine weitere kleine kalifornische Firma namens Blizzard Entertainment. Ken Williams Abkommen mit Walter Forbes war es gewesen, dass er zum stellvertretenden Vorsitzenden der neuen Firma würde. Neben ihm würde es nur den Präsidenten der Firma und einen COO geben. Zudem sollte ein Aufsichtsrat gebildet werden, in dem Sierra zwei der vier Sitze zustanden. Doch direkt nach der Übernahme wurde Ken als CEO von Sierra abgesetzt. Stattdessen übernahm Davidson den kompletten Distributionsapparat. Von Sierra blieben nur die Entwicklungsstudios bestehen. Die neuen Besitzer der nun Senden Software betitelten Firma hatten die Teams befragt, ob sie ohne Ken zurechtkämen, und alle hatten mit vollster Zufriedenheit Ja gesagt. Ken hatte zugegebenermaßen stets recht strenge Regeln gehabt, was Budgets, Teambesetzung und so weiter anging. Außerdem hatte beinahe jeder eine Projektidee, die er realisieren wollte und die Ken nicht genehmigt hätte. Ohne ihn konnten sie machen, was sie wollten und ließen ihrer Kreativität freien Lauf. Das heißt, nicht alle konnten das. Lorelei Shannon bekam mit ihrem Phantasmagoria 2 ein gewaltiges Problem. Als Davidsons Marketingabteilung von einem horrorfilmartigen Spiel für Erwachsene Wind bekam, wollten sie es sofort einstellen. Sie hatten kein Interesse, ihren Stammkunden von Walmart, Toys R Us usw. erklären zu müssen, wieso sie plötzlich ein R-rated Game neben die Kinderspielprodukte stellen sollten. Statt es einzustellen, musste Lorelei es radikal umgestalten, was effektiv zum Ende von Sierras neuestem Flaggschiff führte. Ein ähnliches Schicksal ereilte King's Quest 8. Gut ein Jahr bevor Roberta mit der Entwicklung begann und die Phantasmagoria 1 Produktion noch auf vollen Touren lief, hatte sie den Entschluss gefasst, King's Quest 8 zu einem 3D-Spiel zu machen. Die Antriebskraft dafür war Doom gewesen, was damals jeder spielte. Deshalb sollte das nächste King's Quest ein Multiplayer-3D-Spiel werden. Es sollte über Internet spielbar sein und den Teilnehmern die Möglichkeit geben, magische Gegenstände untereinander auszutauschen. Doch die Entwicklungszeit dafür entpuppte sich als zu lang. Schließlich hatte das Spiel weiterhin ein klares Budget. Beim dritten Designansatz kam das 3D Adventure zutage, was letztlich veröffentlicht werden sollte. Es kann eher als die Fantasy-Mischung der bisherigen Adventures und Tomb Raider beschrieben werden.
King's Quest The Mask of Eternity beinhaltete viele actionorientierte Puzzles, die nur in einer 3D-Welt möglich waren. Sie basierten auf Physik, Steine werfen, Springen oder Klettern. Um die Phasen zwischen den Puzzles nicht langweilig werden zu lassen, schlug Co-Designer Mark Seibert vor, zusätzliche Kämpfe, Gesundheitsgegenstände und Waffen einzubauen. Generell schienen sich die beiden Designer, Mark und Roberta, ständig uneinig zu sein, wie das Spiel aussehen sollte und was als nächstes entwickelt werden würde. Hinzu kamen Davidsons Bedenken, die King's Quest VIII frei von Kämpfen, Gewalt und möglichen religiösen Themen halten wollten. Sie mischten sich derart stark ins Design ein, dass parallel eine Sierra und eine Davidson-Version gedieh. Früher konnte Ken seine schützende Hand über Roberta halten und dem Team diktieren, dass ihr Wort Gesetz sei. Aber in seiner neuen Rolle als Berater waren Ken die Hände gebunden. Eines Tages hatte Roberta genug. Als die Charakterinteraktion nicht so implementiert wurde, wie Roberta sich vorgestellt hatte, und es immer weiter in Richtung Rollenspiel statt Adventure abdriftete, wollte Roberta ihren Namen vom Spiel entfernt haben. Das hörte die Marketingabteilung selbstverständlich nicht gerne, denn der Name Roberta Williams war der Erfolgsgarant der Serie. Roberta bekam das letzte Wort. Aber zu dem Zeitpunkt hatte King's Quest VIII bereits mehrere gute Mitarbeiter verloren, unzählige Veränderungen durchgemacht und das Budget neigte sich dem Ende entgegen. King's Quest Mask of Eternity erschien im Dezember 1998 mit dem Namen Roberta Williams auf der Packung. Laut Robertas eigener Aussage verkaufte es sich doppelt so gut wie LucasArts Grim Fandango. Angeblich überschritten die Verkäufe 2002 750.000 Exemplare. Für Roberta und Ken Williams war es das Ende der Sierra-Geschichte. Roberta nahm in direkter Folge des Releases ihr Sabbatjahr und verließ Sierra anschließend zusammen mit Ken, der bis dahin noch als strategischer Berater geführt wurde. Wer sich nun fragt, warum Ken eigentlich nicht gerichtlich gegen CUC International vorging, dem sei gesagt, dass bereits ein Gerichtsverfahren viel größeren Ausmaßes gegen CUC und Walter Forbes wegen Betruges lief. CUC hatte die eigenen Gewinne der 3 Jahre vor der Übernahme von Sierra und Davidson um eine 500 Millionen frisiert, wofür Forbes selbst zu 12 Jahren Gefängnis und Schadensersatzzahlungen in Höhe von 3,275 Millionen Dollar verurteilt wurde. Das ließ logischerweise auch Senden Softwares Börsenkurs einbrechen. Bei Sierra begann kurz nach der King's Quest VIII Veröffentlichung im Februar 1999 die erste Entlassungswelle. 250 Mitarbeiter verloren am 22. diesen Monats ihren Job. Die Studios wurden eines nach dem anderen geschlossen oder an Dritte verkauft. Was von Sierra übrig blieb, gehört heute der Activision Blizzard Gruppe.